Ja, hallo, liebe Zombie-Freunde, ich bin's, der Tenchi, und wir spielen The Escapist The Walking Dead. Ja, ein langer Name für so ein Spiel. Und, ja, wir sind frisch aufgestanden. Wir haben einen fetten Schreibtisch, sehe ich gerade. Wir haben ein Stück Seife, da können wir eigentlich, gute, was passt denn raus? Eine Bügelsäge und Eimer. Wir schmeißen mal den anderen Mist auch noch mit da rein. So, außer die Waffe, das ist meine Waffe. Die bleibt in meinem Inventar, das ist ganz wichtig. Wir haben noch einen Tisch. Alter Falter. Boah, hier ist Stacheldraht übrigens. Das wollte doch jemand haben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das auch so funktioniert. Jemand wollte auch einen Entergarn haben. Jemand wollte noch einen Bohrer, wollte noch jemand. Ansonsten weiß ich gerade nicht mehr genau, was sie alles haben wollten, weil wir machen ja nebenbei auch noch ein paar Missionen. Morgendliche Zählung. Da muss ich hin. Ich bin doch der Ricky. Da muss ich doch gucken, ob auch alle da sind. Was ist mit dir los? Was willst du für eine Aufgabe? Hast du... Was? Ja, Rick, hast du Wanderer gesehen? Sie haben einen Eimer genommen. Es macht mich krank. Einen Eimer hole ich dir. Okay, Leute, jetzt passt mal auf, ja? Hört mal her, Leute. Ich bin der Rick, okay? Für alle, die mich jetzt noch nicht kennen. Ich bin doch Rick und ich kümmere mich um euch. Glaubt ihr das? Glaubt ihr noch immer, dass wir gerettet werden? Glaubt ihr das? Oh, du bist ja der richtige Moral. Also, der ist ein richtiger Guru, ja? Der hat voll die Moral weitergegeben oder aufrechterhalten oder wie auch immer man das nennen soll. Jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem. Ich weiß jetzt nicht genau, wem ich jetzt hier was geben muss. Okay, los geht's. Ich will nicht, dass du mit mir mitgehst. Ich will deine Aufgabe. Also F muss ich da... Alter. Ist natürlich ein bisschen blöd. Ich will nicht, dass du mit mir mitgehst. Ich habe doch gar nicht dich angeklickt. Ich habe hier drauf geklickt, auf den. Die haben meinen Eimer. Ich muss bereits so viele Dinge für andere erledigt. Ach so. Aber die Aufgabe ist ein bisschen nervig. Da muss man ja immer hier reingucken wahrscheinlich wieder. Okay. Kleine Stacheldraht-Ausstreuner. Ach, ich musste unbedingt den Zombie killen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Eine Batterie. Endergarn, hier. Dale möchte ein Endergarn. Mal gucken, ob wir das Dale geben können, wenn ich ihn finde. Ja. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Das ist der Risser. Maggie. Aber Dale war, glaube ich, hier. Ah, da oben sitzen die ganzen Menschen. Hier. Das ist Dale. Endergarn. Ich bin mal gespannt, ob das geht. Nö. Dann gib mir das wieder, du Arsch. Ich muss die Aufgaben machen, indem ich wirklich hingehe. Okay, aber wir haben auch überall diese Pfeile. Also können wir... Oh, doch, das ist dann ganz gut. Wenn wir überall die Pfeile haben, dann können wir uns darum kümmern. Also gehen wir erstmal zu dem Pfeil hier. Es gibt noch so viel zum Looten und alles. Und gleich gibt auch die Arbeit. Kann man das hier sehen? Das sind Ziele. Untersuche die Scheune, bla bla bla. Notizen. Bonusgegenstände, habe ich keine. Steuerung, Optionen. Ne, gibt's leider, gibt's nicht zum, zum Schauen. Also das ist alles außerhalb, oder wie? Das ist alles außerhalb? Oh mein Gott. Oh geil, hier gibt's überall Sachen. Vielleicht sollte man echt mal abends rausgehen. Komm, lass mich ran da. Der Zombie sieht mich nicht. Oh, noch eine Pistole. Nice. Oh, und Kissen und Klebeband kann man leichte Rüstung basteln. Das ist natürlich schon ein bisschen wichtiger. Da werden wir uns natürlich drum kümmern, weil wir haben ja auch sogar ein Kissen. Da drinnen. Da drinnen ist die Aufgabe. Da muss ich an einen Zombie vorbei und ich muss da irgendwie reinkommen. Entweder reingraben, Mauer kaputt machen oder man kann ja die Türen vielleicht aufmachen. Kann man die kaputt machen? Sowas wurde ja noch nicht gesagt. Sowas haben die noch nicht gesagt gehabt. Ich muss jetzt aber langsam wieder nach Hause. Weil Arbeit und so ist gleich da. Aber gut, gut zu wissen. Wir haben jetzt noch eine extra Waffe, das ist gut. Ich brauche nur ein bisschen mehr Munition. Oh, ich wollte eigentlich in meinen Schrank gehen. Gärtnerei? Ach, das sind immer andere Aufgaben. Das ist natürlich auch cool. So. Hier das Klebeband nehme ich mit. Dann gehen wir ganz kurz hier nochmal rein. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Gärtnerei. Okay, hat man nicht irgendwo ein Kissen? Nicht blöd? Das ist kein Kissen, das ist ein Kissen. So, dann craften wir mal schnell ein Kissen und das. Dann haben wir leichte Rüstung, ist das nicht nice? So, dann kann man ausrüsten.
Leichte Rüstung wird Tricks erlitten und Schaden entsprechend verringern. Okay, sehr schön. Da wird natürlich noch ein Bettlager aus, fast schon. So Gärtnerei. Wo ist die Gärtnerei? Da unten irgendwo. Ich laufe ja schon, ich laufe ja schon. Ach, hier ist irgendwas. Was muss ich denn hier machen? Gärtnereistelle. Wähle die Hacke in deinem Inventar aus und ernte mit das, damit das Gemüse. Okay, wir holen uns eine Hacke. Eine Hacke. Und dann... Ja. Und damit soll ich jetzt Gemüse ernten. Ich weiß zufällig, dass hier unten ein Feld war, wo auch ein bisschen da ist Gemüse, wie man sieht. So. Okay, ein Gemüse. Zwei Gemüse. Ich muss aber noch mehr Gemüse holen. Wir hatten noch mehr Felder, das weiß ich. Die Frage ist nur, wo? Hier ist ein fettes Riesenfeld. Oh yeah, nice. Weil das kostet Energie, ist ein bisschen doof. Aber so ist es halt. Arbeit kostet Energie. Okay, Wäsche waschen ist da irgendwie angenehmer. Kostet nicht so viel Zeit. Ich hoffe, ich schaffe mein Arbeitspensum. Was ist denn, wenn man das nicht schafft? Was ist dann? Hier oben war noch ein Feld. Oh, hier ist richtig viel Gemüse. Nice. Gefällt mir. Aber es ist schon abwechslungsreicher als der Escapist. Boah. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Oh Gott. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Ich habe immer noch kein Geld. Warum eigentlich nicht? Gib her das Essen, ihr habt Hunger. Ich setz mich unten, wo die Kerle sitzen. Ach, da ist Maggie. Ach, Maggie und Glenn, das ist so ein Traumpaar. Vielleicht mache ich das. Ich würde mich eigentlich hier hinsetzen. Darf ich mich auch mal hinsetzen? Danke. Ist so ein Traumpaar gewesen. Also nicht in dem Sinne gewesen. Ihr wisst schon, was ich meine. Einfach nur, als ich die Serie geguckt habe. So. Wir sind fertig hier. Dann geht's wieder los. Wir müssen irgendwo an die eine Sache kommen. Wir nicht. Oh, hier sind Zombies. Hören die eigentlich auf oder machen die jetzt die Tür kaputt? Die rennen mir komplett hinterher. Oh, fuck. Die rennen mir komplett hinterher. Das ist ja nicht der Ernst. Oh, das ist doof, dass man irgendwie nicht nach hinten schlagen kann. Oh, shit. Der haut mich gleich um, ey. Der haut mich gleich um. Oh, nein. Nein. Was willst du? Oh, fuck. Von mir stirbt keiner. Oh, fuck. Ist schon etwas gefährlicher. Ich glaube, ich muss hier echt mal alle Waffen geben. Ich habe ihn hier unten nicht so schnell gesehen. Ah, da ist noch einer. Ich weiß nicht, ob ich da... Munition verschwenden ist so verschwenderisch. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Ach, Kacke. Gibt es hier keine Mission, die innerhalb ist und nicht außerhalb? Ganz ehrlich, das ist doch abartig. Okay, ich versuche erstmal. Wir rüsten mal unsere Leute ein bisschen aus mit Waffen. Damit wir notfalls zurückrennen können. Oder wenn mal ein Zombie reinkommt. Anscheinend können die auch einfach reinlaufen. Da müssen wir echt noch ein bisschen gucken, dass wir mal ein paar Waffen haben. Also, ich weiß noch nicht, wie das mit der Munition aussieht. Nicht, dass sie dann die Munition wegballern. Oder muss man dann bloß nachladen und man hat doch unendliche Munition? Ich weiß es nicht. So, also, was kann man als Waffe benutzen? Eigentlich geht ja alles als Waffe, aber gleichzeitig brauche ich das Zeug auch ein bisschen. Aber wenigstens ein bisschen rumkämpfen können sie damit. Das ist gut. Gibt es ja irgendwie was, wo man auch die Werte sehen kann? Hm, schade. Ja, so viele Waffen habe ich hier nicht. Ja. Dann geben wir mal ein bisschen ein paar Leute in die Waffen hier. Die brauchen das einfach. Hier, was ist mit dir? Wer bist denn du überhaupt? Teresa, okay. Du bekommst eine Bratpfanne. Ja, da freut sie sich. Okay. Diese Scheune nervt mich immer tierisch. Ich kann das nicht glauben, dass ich das sage, aber irgendwas hat er gesagt. Hallo, Herschel. Herschel, du bist ja ein cooler Typ, du kriegst eine Hake. So, Lori, meine Frau, du kriegst natürlich eine Pistole. Ach, geht gar nicht. Wir haben nur was für Nahkampf, oder wie? Ah, es geht nur für Nahkampf. Dann kriegst du eine fette Sichel. Dale, ich weiß, du möchtest wahrscheinlich ihren Bogen haben, aber ich habe gerade nur sowas da. Ich gebe dir trotzdem mal die Waffe. Was ich echt schade finde, guck mal, die Info kommt immer erst, wenn man drauf drückt.
Hm. Ist halt nicht ausgelegt wahrscheinlich für... So, jetzt war's auch schon. Hi, Glenn. Nee, ist okay, Glenn. Geh wieder. Gut, unser Leben hat sich wieder ein bisschen aufgefüllt. Ich glaube, gleich gibt's wieder eine Nachmittagszählung oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich will es nochmal versuchen. Ich habe ein bisschen Angst. Da ist ein Gegner. Komm, wir testen das halt einfach mit der Pistole. Die sterben aber auch schneller. Sind noch irgendwo einer? Man sieht nach unten nicht so viel. Hier kann ich vielleicht jemand umlaufen, wenn hier einer ist. Oh, da. Den muss ich umbringen. Und jetzt? Oh, die ist ja tatsächlich leer. Wieso kann ich nicht mit der Waffe angreifen? Jetzt. Warum sind die eigentlich so schnell? Auch nervig. Ein bisschen. Boah. Das Kämpfen ist echt nicht leicht. Ah, komm mal mit, mein Freund. Kommt mal mit nach oben. Du wirst jetzt niedergemetzelt. Von meinem Team. So, wo ist mein Team? Wo ist mein Team? Hier ist kein Team. Los. Hau um. Hau um. Was? Was? Na, jetzt aber. Komm. Dale, du hast doch was Fettes von mir. Hehehehe. Los, Zombie. So, jetzt gehst du da rein, jetzt wirst du sterben, Zombie. Jetzt ist er tot. Jetzt haut er, stirbt der Zombie. Nein! Ich will kämpfen! Was? Harsche ist gefallen? Was? Nee, der Zombie ist gefallen. Na, endlich habe ich mein Stacheldraht wieder. Wir brauchen denn Hilfe. Entferne Stacheldraht aus Steuern, bitte. Okay. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Haben wir Geld bekommen. $25. Aber ist echt krass schwer, Leute. Nice. Das gefällt mir ja richtig. Was willst du eigentlich haben? Was hast du für eine Aufgabe gehabt? Ich könnte wirklich ein Klebeband gebrauchen. Könntest du eins besorgen und mir bringen? Ein Klebeband ist doof. Nee. Ist so teuer irgendwie. Klebeband möchte ich irgendwie nicht verschwenden. Ey. Ey, Baby, komm mit. Komm mit. Ach, der rennt tatsächlich mit einer Pistole rum jetzt. Geil. Komm mit, Baby. Wir müssen eine Mission erfüllen. Oh, hier ist eine Tasche. Komm, da guck mal erstmal rein, Baby. Flupp. Oh, geil. Oh, die Schaufel. Jetzt weiß ich, wie man eine Schaufel baut. Geil. Hier geht's gar nicht raus. Shit, ich dachte, hier geht's raus. Mist. Durch die Scheune können wir auch nicht, Baby. Das ist doch meine Frau, ne? Ja. Ist Lori überhaupt meine... Lori war die Frau von Rick. Nicht, dass ich die ganze Zeit Scheiße laber. Okay, es gibt eh erstmal Abendessen. Komm, wir gehen Abendessen. Ich schließe gleich auf, Rick. Ja, ja, mach ruhig. Wir gehen jetzt lecker Abendessen. Was gibt's denn Leckeres zu essen? Wer hat denn Essen gemacht überhaupt? Na ja, erstmal hinsetzen. Oh, ist das schön. Hui, nicht so einfach, Leute. Geschwindigkeit, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen trainieren, damit wir auch mal ein bisschen Stärke haben und so. Oh, das ist so viel zu tun. Geil. Gefällt mir. Gefällt mir. Adele rennt echt mit der Knarre rum. Ist cool. Aber mit Munition ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie herstellen kann oder so, weil Munition, wenn die weg ist, ist doof. Weil Waffen sind schon cool, aber bringt noch nicht so viel. Komm, lass uns mal trainieren. Hier hinten gibt es nämlich Training. Der Kraftraum. Du kannst Ricks Stärke verbessern und damit auch seine Gesundheit und die Geschwindigkeit seiner Angriffe, was ihn im Kampfsituation viel effektiver macht. Verwende QE, um das Laufband zu benutzen. Wechsel beim Boxsack zwischen Q und E nach jedem Treffer, der in der roten Zone gelandet ist. Die Benutzung der Fitnessgeräte hat Auswirkungen auf Ricks Ermüdungsstufe. Stell also sicher, dass Ricks Energie durch Duschen, Sitzen und Ausruhen auf ein Bett wiederhergestellt wird. Ja, wir brauchen Kraft. Ich will stark sein. Okay. Bäm. 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 Tschukka. Ich hau es um. Ich hau es um. Drück ich... Hä? Warum macht der Boom manchmal? Verstehe ich nicht. Ich drück da im richtigen Moment. Ich will mich da verarschen. Hä, schon wieder Boom? Warum? What the fuck? Was ist da los? Gleich kippe ich um, weil ich vor Erschöpfung. Oh ja, der wird richtig gut. Ja, wieder klein geworden. Ich kann nur leider die Erschöpfung nicht angucken. Okay, 28. Jetzt habe ich zu früh gedrückt.
mal alles rein jetzt erstmal hier. Danach gehen wir schön duschen. Okay. Aber was ich echt schwierig finde, ist die Tatsache mit der Entscheidung, ob ich den... Oh. Ich bin jetzt so ausgelaugt. Oh, so ausgelaugte Kleine. Komm, wir gehen duschen. Ich habe mich auch... Oh, da hat der Dave wieder mit der Waffe rumrennt. Ach, duschen. Ich würde gerne hier duschen gehen. Ach. Ach, sehr schön. Eine schöne Dusche nehme ich mir. Ist eigentlich eine ziemlich gute Wohnung, würde ich sagen, in der Zombie-Apokalypse. Oh, das ist eine abendliche Zählung. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ist eigentlich eine coole Wohnung, muss ich echt sagen. Also wenn ich in Apokalypse wohne, mit Zombies und so, da würde ich auch gerne so wohnen. Ja, mit so einem richtig fetten Farm und so. Das ist das Geilste, was geht anscheinend. Jetzt haben wir gleich nachts und ich weiß nicht, ob ich da versuchen soll, mal nachts draußen rumzulaufen. Ist ein bisschen doof, weil wir nicht gespeichert haben. Also Leute, passt auf. Du machst das, du machst hier. Wisst ihr alle Bescheid. Was willst du eigentlich von mir? Was willst du von mir? Ich könnte wirklich einen Eimer gebrauchen. Könntest du einen besorgen? Ja, einen Eimer kann ich dir besorgen. Ich habe noch einen Eimer im Schrank. Das ist gut. Wir müssen uns an dieser Welt anpassen, wenn wir überleben wollen. Habt ihr das gehört? Ich glaube, ich bin aber auch ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen trainieren und so. Ich kann ja mal kurz gucken, wie sieht denn mein Profil aus. Stärke ist recht gut. Ich weiß nicht, ob das wieder runter geht. Ich glaube, wir machen uns erstmal ein bisschen trainieren und so. Das ist geil, dass wir das auch nachts einfach machen können. Das ist ja geil. Das ist ja nice. Das ist wichtig irgendwie, ist wichtig. Wow. Steht das nicht? Drücke ich zu früh bei der kleinen Spalte oder zu spät? Hä? Ich war doch drin. Verstehe ich nicht. Naja, ist ja nicht mein Ding. Schon wieder nicht. Fünf Schläge. Und wieder nicht geschafft. Hä? Das gibt keinen Sinn. Schon wieder zu spät. Hä? Ihr sagt mir das bestimmt, aber da habe ich bestimmt schon... Also ich spiele das Spiel jetzt gerade ein bisschen, also ein paar Folgen werde ich im Voraus aufnehmen. Weil es einfach cool ist. Macht schon Spaß. Schon wieder falsch. Ist mir egal. Passt schon. So, jetzt gehe ich wieder duschen oder ich esse diesmal mal ein bisschen was oder setze mich hier hin. Ach ja, das tut gut. Das tut gut. Und wir haben jetzt dann schon eine richtig gute... Ja, hier Stärke. Oh yeah, die Waffe macht 5 Schaden, aber ich hoffe mal, dass das hier mit reinzählt. Gibt es ja eigentlich auch, die Reichweite ist auf 0, also gar nichts irgendwie. Bestimmt noch geilere Waffen. Müssen wir uns da auch mal anschauen. Die Frage ist, ab bis wie viel kann man denn, also bis wie wohin oder bis zu welcher Uhrzeit kann man speichern? Das würde mich interessieren. Ansonsten müssen wir den nächsten Tag auch noch mit Training und so verbringen, weil am Anfang ein bisschen stärker werden kann ja nicht schaden, oder? Kann doch nicht schaden, Leute! Und schneller rennen ist vielleicht auch nicht schlecht. Ein bisschen schneller sich bewegen zu können, wenn da Zombies sind. Vielleicht sollte man noch ein bisschen aufs Laufband gehen, weil das könnte unter Umständen helfen. Ein bisschen vor Zombies, die hier recht langsam sind. Aber die Stärke erhöht auch gleichzeitig das Leben, wie man sieht. Ich habe 26 Leben. Dann wird der nächste Zombie, den wir umhauen, ein bisschen einfacher gehen. Wir haben ja bloß diese eine Waffe hier. Die aber den meisten Schaden macht von den ganzen Waffen, die wir hatten. So. Geh mal aufs Laufband. So. Oh yeah. Oh, da drückt man sich dumm und dämlich. Juhu. Ach du Scheiße. Eins, zwei. Oh, okay. Okay. Eins. Oh, das war's schon? Okay. Alter Falter. Das ist ja gefährlich. Das ist ja kriminell, sowas. Sowas zu machen, ey. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt ins Bettchen. Da haben wir die Folge voll. Haben sogar noch ein bisschen trainiert, haben wir noch gespeichert und so. Und ich glaube, das mit dem Training ist am Anfang, glaube ich, nicht verkehrt. Dass wir einfach den Tagesdings lang gehen und auch ab und zu ein bisschen trainieren. Müssen wir machen. Wir müssen stärker werden. Ach, guck mal hier. Kann man da heimlich reinschleichen? Ey. Hallo. Ich sitze nachts einfach immer nur ein bisschen neben deinem Bett und starr dich an.
Oh, ich finde das so schön, wie du schläfst. Okay, ja, dann lass uns mal hier in unser Bettchen gehen und dann schlafen wir mit. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Subs Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi.